Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen in meiner schönen asiatischen Buchwelt. Ich begrüße euch seit langem wieder zu einem Neuzugänge-Video, und zwar zum Neuzugänge-Video Februar. Ich habe euch ja im Januar meine Weihnachtsgeschenke und die Bücher in einem Tauschpaket vorgestellt, aber dass ich euch Neuzugänge von einem Monat vorgestellt habe, das liegt schon ein bisschen länger her. Das liegt daran, dass ich zum einen nicht viele Neuzugänge habe und zum anderen die dann sogleich im selben Monat oder im Monat darauf weglese, und somit habe ich eigentlich keinen Sub, und ich finde es dann irgendwie auch nicht so spaßig, euch die Bücher im Neuzugänge-Video zu zeigen und dann dieselben Bücher noch einmal im Lesemonat zu zeigen. Diesen Monat ist es aber anders, denn ich habe ganz unerwartet 12 Neuzugänge bekommen. Das ist für mich wirklich XXL, und dieses Mal ist es ebenfalls anders, denn der Stapel, der hier neben mir liegt, also ein Drittel davon, den werde ich nicht diesen Monat und auch nicht nächsten Monat schaffen. Das heißt, es bildet sich so ein kleiner Sub. Und damit ihr wisst, dass diese Bücher bei mir sind, drehe ich dieses Video. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Und zwar habe ich heute Morgen dann einen Zahnarzttermin und ich muss bohren. Ich habe hier ein Loch. Mein Zahnarzt hat mir versichert, es wäre nicht sehr tief, vielleicht könnte man das sogar ohne Spritze machen, und sie kommen, nicht wahr? Und ich so, ja, ja, ich komme schon. Und ja, man muss wissen, ich habe totale Angst. Ich habe so richtig Schiss, wie wir in der Schweiz sagen, vor dem Zahnarzt. Also da gibt es nichts, wovon ich mehr Angst habe, als dass mir da einer in den Mund rumwuselt. Also lieber noch einmal in den Wehen liegen in Japan, ohne Lachgas, Schmerzmittel oder was weiß ich, aber zum Zahnarzt zu gehen, das ist wirklich schlimm. Und ja, also freie Zahnhälse lassen grüßen. Aber halt einfach auch die Zeit davor, dahin zu gehen. Deswegen habe ich es gleich morgens um 9 Uhr hinbestellt, damit es dann durch ist und ich nicht den ganzen Tag mir sagen muss, oh, jetzt noch so und so viele Stunden bis zum Zahnarzt. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich über Bücher sprechen kann, über Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, auf die ich mich aber sehr freue, dann hebt sich so ein bisschen mein Gemüt, und das kann ja nicht schaden. Das soll jetzt eigentlich auch genug der Vorrede sein. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr so tickt wie ich, dass ihr sagt, schlimmer als Zahnarzt geht nimmer, also das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, oder seid ihr mehr so Team mein Mann, der meinte, du kriegst eine Spritze und dann ist es vorbei. Du merkst nichts während dem gesamten Eingriff. Ja, vielleicht merkt man nichts, aber man hört es. Das ist, ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber die Kombination von beiden ist wirklich nicht angenehm. Aber schreibt mir sehr gerne, wie ihr dazu steht. Und dann werde ich euch jetzt diese 12 Bücher vorstellen, und ich hoffe, ich schaffe das in knackigen 30 Minuten, also dass ich da nicht ewig zu den Büchern schnacke. Aber ihr kennt mich ja. Wenn es um Bücher geht, dann komme ich ein bisschen ins Schwafeln. Aber jetzt, wir beginnen. Das erste Buch hat mir mein Mann gekauft, und zwar für einen Buddy-Read, der, ich denke mal, im April beginnen wird, mit der lieben Jenny von Letters and Life. Wir hatten ja letztes Jahr zusammen Grauwach gelesen, und das hat meine Begeisterung für Fantasy neu erweckt. Und sie hat Jin-Yong von ihrem Freund zum Geburtstag bekommen, und das ist ein Buch oder eine Reihe, eine Trilogie, die schon seit Monaten auf meiner geistigen Wunschliste steht. Und da habe ich sie gefragt, ob wir das nicht zusammen lesen wollen. Es ist auch ein dicker Klopper. Und sie hat ja gesagt, und ich habe mich riesig gefreut. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe auch hinten nicht gelesen, was da der Plot ist. Vom Bild her nehme ich an, dass wir uns in einer chinesisch angehauchten Fantasy-Welt bewegen, vielleicht eben auch so ein bisschen mittelalterlich. Also nicht, dass es moderne Technik gibt. Ich denke nicht, dass die Handys und Computer haben, sondern dass es da eigentlich wirklich um Schwertkämpfe, Kung-Fu geht, wie man den Körper gut einsetzt. Ich mag ja auch Filme wie Ip Man. Das gefällt mir total. Und von Jin-Yong weiß ich einfach nur, dass er so quasi wie der chinesische Tolkien ist. Also unser Lehrer hat gesagt, dass es in China eigentlich keinen Haushalt gibt, in dem nicht eines seiner Werke steht. Jetzt nicht unbedingt diese Trilogie, hat sehr, sehr viel geschrieben, aber er ist so der große Meister der Fantasy- und Abenteuergeschichten. Und ich bin sehr gespannt, ob dieses Buch Jenny und mich packen wird. Und ich werde dann
darüber berichten, weil es sehr dick ist und wir ja erst so im April beginnen, denke ich, dass ich euch das erst Ende des Frühlings, Anfang Sommer dann unsere Meinung dazu mitteilen kann. Aber darauf freue ich mich schon sehr. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, beziehungsweise meine Freundin hat mir dieses Buch zugeschickt aus Taiwan. Es ist nicht ganz so einfach, Bücher aus Taiwan von Japan aus zu bestellen. Ich habe immer gedacht, das wäre viel einfacher, wenn man im Nachbarland ist, aber dem ist nicht so. Also sie hat mir ein Päckchen gemacht und das Buch bestellt und ich werde ihr jetzt, wo es dem Kleinen dann besser geht, wenn nicht mehr erkältet ist, ein Päckchen machen und ihr was aus Japan schicken. Und zwar vom, wie hieß sie nochmal? Jetzt sehe ich hier den Titel nicht. Liu Maojun hieß sie, glaube ich. Moment. Genau, Liu Maojun heißt sie. Und zwar Aufzeichnungen eines Krokodils. Das hier, so muss man das halten, ist jetzt die Ausgabe im Mandarin. Das wurde ja auch auf Deutsch übersetzt. Ich kann euch ja mal das Cover hier einblenden. Falls euch das interessiert, seht da gerne vorbei. Es geht hier um eine lesbische Liebesgeschichte nach Aufhebung des Kriegsrechts auf Taiwan 1987. Während dem Kriegsrecht wurde das ganze Leben total streng geregelt, was man macht, mit wem man Umgang hat, mit wem nicht. Und es gab ja Fischen zu allen möglichen Personen, also des Fisch auf Französisch, also nicht Fische. Und nach Aufhebung des Kriegsrechts hat sich so eine queere Szene gebildet. Und das, man denkt dann jetzt, ja super, jetzt ist alles gut und die Leute können frei leben. Aber das heißt ja nicht nur, weil das Kriegsrecht vom einen Tag auf den anderen vorbei ist, dass das Denken der Leute sich auch sofort geändert hat. Das dauert so ein bisschen. Und wir haben hier eine lesbische Protagonistin, die eine Liebesbeziehung mit einer anderen Frau eingeht. Und das ist anscheinend nicht ganz so einfach. Ich glaube, der Roman ist relativ stark autofiktional und die Autorin hat sich selbst das Leben genommen. Deswegen denke ich, dass es doch eine sehr düstere Geschichte sein wird und jetzt nicht locker, flockig oder etwas fürs Herz. Aber ja, ich werde es erfahren. Das Buch ist ja auf meiner 12 Books in 12 Months Liste. Das heißt, ich möchte es schon dieses Jahr lesen. Die Schrift ist eigentlich auch nicht super, super klein. Aber ja, ich habe jetzt so lange nicht mehr auf Chinesisch gelesen. Das heißt, auch wenn ich demnächst damit anfangen würde, ich denke, es wird erst Sommer werden, aber dass ich dann die Lektüre doch so ein bisschen ziehen werde, dass ich da nicht in einer Woche durch bin, sondern dass da ein paar Monate wahrscheinlich draus werden. Aber davon möchte ich euch auch unbedingt berichten, um euch mehr zum Buch zu sagen und eben zu sagen, ob ihr euch den Aufzeichnungen eines Krokodils unbedingt noch holen sollt oder nicht. Und dann hat mir meine liebe Tante zwei Bücher geschickt. Ich habe ja in meinem Neujahresvideo mehrmals gesagt, dass ich auf der Suche bin nach afrikanischen AutorInnen und einfach quasi niemanden kenne und da erst einmal Tipps brauche. Und da hat sie mir einen Tipp gegeben und gefragt, ob mich das interessiert. Und sie hätte das Buch im englischen Original und sie würde es mir zuschicken. Und das Buch hat mich wirklich sehr interessiert. Und zwar ist es von Trevor Noah. Born a Crime, Stories from South African Childhood, from a South African Childhood. Das sieht so aus und es ist total spannend. Also es ist eine autobiografische Geschichte von Trevor Noah und zwar ist er das Kind einer internationalen Zusammenkunft. Seine Mutter ist eine Xhosa und sein Vater ist Schweizer und er ist zur Zeit der Apartheid auf die Welt gekommen und zur Zeit der Apartheid war die Tatsache, dass er ein Kind einer Afrikanerin ist und eines Europäers ist, ein Verbrechen und man musste dafür ins Gefängnis und deswegen hat seine Mutter ihn nicht rausgehen lassen, also er hat seine Kindheit Mais drin verbracht, damit niemand weiß, dass er existiert. Aber er muss ja trotzdem irgendwie Schulbildung und so bekommen haben. Und als dann das Apartheid-Regime zu Ende war, konnte er nach draußen gehen und hinten steht dann, dass Mutter und Sohn sich auf eine große Reise machen. Und ich denke, das ist eine große Reise in vielerlei Hinsicht. Ist also für Trevor natürlich auch, dass er rauskommt und die Welt entdeckt, dass sie gleichzeitig eine neue Welt entdecken, auch seine Mutter, das
Südafrika nicht mehr das alte Südafrika war, sondern ein neues Südafrika im Entstehen ist und dass sie vielen Leuten vielleicht auch Hoffnung bringen können und was verändern möchten, also noch weiter verändern möchten und die Veränderungen bleibend machen möchten. Also auf dieses Buch bin ich sehr gespannt. Ich möchte es bald lesen, aber mal gucken, wie es dann eben zeitlich mit Kindererziehung und so reinpasst. Aber sobald es reinpasst, wird es gelesen. Und dann hat sie noch ein Buch reingelegt, das sie sehr berührt hat. Und jetzt gehen wir nach Frankreich und es ist ein ganz anderes Setting. Es geht um Kindererziehung und es ist auch ein autobiografisches Werk, aber es sind mehr Erinnerungsfetzen von Jean-Louis Fournier, Wo fahren wir hin, Papa? Das sieht so aus, das ist ein ganz dünnes Büchlein und das habe ich auch schon gelesen. Also ihr werdet dann eine genaue Rezension dazu im Lesemonat Februar bekommen. Jean-Louis Fournier hat für das französische Fernsehen gearbeitet und er hatte drei Kinder, zwei Söhne, die beide schwerst behindert waren. Also sie wurden von Start dann als 80% behindert eingestuft und dann später hatten sie noch ein Mädchen, das nicht behindert war. Und er sagt von sich selbst, er wäre kein guter Papa gewesen, weil seine Gefühle seinen beiden Söhnen gegenüber sehr widerspenstig waren. Also er hat sie geliebt und dann trotzdem sich selbst verteufelt, dass sie dieses Leben führen müssen. Dann natürlich auch Vergleiche gezogen zu gesunden Kindern. Und dieses Gefühlswirrwarr in ihm habe dazu geführt, dass er sie nicht so geliebt hat, wie er hätte lieben können. Und er schreibt ihnen dieses Buch, weil er ihnen schon immer Geschichten vorlesen wollte, das aber nicht konnte, weil das nicht möglich war, und so hofft, sich ein bisschen erklären zu können. Mehr dazu dann im Lesemonat Februar. Und dann kam ein großes Päckchen von meiner Mama. Meine Mama schickt mir immer die Rezensionsexemplare zu. Und in diesem Päckchen hat sie mir auch noch ein Buch gekauft, das auf meiner Liste für 12 Books in 12 Months ist. Und zwar ein französischsprachiges Buch, weil ich habe ja schon versucht, französischsprachige Bücher hier zu bekommen. Und also in Tokio gibt es Buchhandlungen, die auch eine französischsprachige Abteilung haben. Hier habe ich zumindest keine gefunden in Osaka und ich habe dann auch versucht, bei Amazon Frankreich zu bestellen. Und die Bücher, die kommen einfach nie an. Also die sind dann immer, steht dann immer, ja, das Buch ist in Tokio angekommen und es wird demnächst nach Osaka verschickt. Und dann warte ich schon super gespannt und es vergehen einfach Wochen, die in den Sand gehen und es kommt nie hier an. Und ich habe mir auch schon versucht, ein Konto bei La Poste FR zu machen, um die Sachen zu tracken. Und das ging irgendwie auch nicht. Also irgendwie Frankreich und ich haben, also die französische Post muss man vielleicht sagen, haben keine so gute Beziehung. Und zwar von Leila Slimani, Sex et Mensonge. Dieses Buch wurde auch auf Deutsch übersetzt unter dem Titel Sex und Lügen. Ihr seht es schon, da ist das tolle Lesenzeichen, das ich von der Andrea bekommen habe, mit einer kleinen Biene drin. Also ich habe da schon reingelesen. Und hier ist es einfach ein Bericht von Frauen aus Marokko, die über ihre Sexualität sprechen, beziehungsweise ihre nicht existente individuelle Sexualität. Denn Sexualität kann man da nicht frei ausleben. Als Frau schreibt Frau Slimani im Vorwort, in der Einführung, ist man einfach, sollte man keusch sein bis zur Heirat und dann hat man die Kinder und danach existiert man als Frau nicht mehr. Dann wird man nicht mehr gesehen. Dann hat man seine Aufgabe erfüllt. Gut, man kümmert sich dann um die Kinder, aber dann ist man nur noch Mutter. And that's it. Und für sexuelle Erfüllung oder Fantasien ausleben, Sachen ausprobieren, da ist eben kein Platz. Und es ist auch kein Platz für homosexuelles Leben. Das ist auch strafbar in Marokko. Aber das heißt ja nicht nur, weil es strafbar ist, dass es keine homosexuellen Personen gibt und es kein Fremdgehen gibt oder Sex vor der Ehe gibt. Das gibt es alles. Und es wird quasi gesagt, es ist uns egal, was ihr macht, aber macht es im Versteckten. Aber sie sagt halt eben, dieses im Versteckten machen führt halt trotzdem zur Unterdrückung der Frau und zur Unterdrückung der Menschenrechte, weil sie ihre Sexualität nicht frei, also offen zeigen können. Und die, die am meisten darunter leiden, sind natürlich die Frauen
und andere Minderheiten, die eine sexuelle Orientierung haben, die halt eben nicht der Mehrheit oder dem offiziell erlaubten sexuellen Identität entspricht. Es ist, man muss sagen, relativ groß geschrieben und hat auch groß, also große Ränder. Also das ist ein Buch, das sich von der Masse an Buchstaben her schnell lesen lässt, aber es ist doch sehr intensiv. Also nur schon das Vorwort hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Februar noch fertig schaffen kann. Wenn nicht, dann bekommt ihr es alles spätestens die Rezension dann im März. Hat aber schon einmal sehr, sehr gut begonnen, um euch da schon mal anzuteasern. Vielleicht möchtet ihr es euch ja auch kaufen. Und der Rest sind jetzt noch Rezensionsexemplare, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. 4 davon sind gelesen, 2 noch nicht. Das eine, das ich noch nicht gelesen habe, ist das, das einfach zuletzt hinzugekommen ist. Und ich habe mir gesagt, wenn ich Rezensionsexemplare habe, die seit Dezember bei meinen Eltern sind, die meine Mama mir dann zugeschickt hat, dann muss ich natürlich auch mit denen beginnen. Und die, die später dazukommen, die kommen später. Das ist eine Neuerscheinung aus diesem Jahr von Milena Mitschko-Flassin. Oben Erde, unten Himmel, erschienen beim Wagenbach Verlag, und ich habe mich riesig gefreut, dass ich das Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe. Wir begleiten hier Frau Suzuki, und Frau Suzuki arbeitet in einer Art Säuberungsunternehmen bei toten Personen. Also wenn Leute verstorben sind, dann muss ja die Wohnung dann sauber gemacht werden, und da arbeitet Frau Suzuki. Und zuerst gefällt ihr diese Arbeit gar nicht. Sie merkt dann aber, dass sie durch die Arbeit immer mehr in Kontakt mit Menschen kommt. Nicht nur mit den Verstorbenen, sondern auch mit den Menschen, und dass sie sich selbst beginnt zu öffnen. Und ich habe noch nicht reingelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir es hier wieder mit einem sehr sanften Stil haben. Frau Flassin schreibt ja sehr einfühlsam. Sie beschreibt immer ProtagonistInnen, die am Rande der Gesellschaft stehen und ein spezielles und oft auch erdrückendes Los tragen, und zeigt uns aber, ja, wie diese Leute leben, und gibt ihnen einen Lichtblick. Deswegen denke ich, das Cover passt, ist sehr hoffnungsvoll, und ich glaube, hier, anders als bei Aufzeichnung eines Krokodils, wird es wahrscheinlich auf einer positiven Note enden, und mit diesem Cover passt es natürlich perfekt in den Frühling. Also das ist eines der Bücher, die dann im März gelesen werden möchten. Und dann noch ein Rezensionsexemplar vom B. Bra Verlag. Ich habe vom Verlag 2 Bücher bekommen, und ich habe gesagt, ich bin aber nicht sicher, ob ich dieses Buch demnächst lesen kann. Und sie haben mir gesagt, dass das kein Problem ist, ich soll es einfach lesen, wenn ich Zeit habe. Da hat mich nämlich der Verlag gefragt, ob ich Interesse daran hätte. Und es ist so, dass ich natürlich Interesse habe, ein Sachbuch über Japan zu lesen. Aber es ist doch sehr dick. Es mutet so ein bisschen an wie ein Reiseführer. Also Japan, ein Land im Umbruch. Es ist aber kein Reiseführer. Wenn man da reinblättert, dann sieht man, dass es ein Werk ist von verschiedenen AutorInnen, und das sind so die größten Größen von Japan-Forschern im deutschsprachigen Raum, die sich je ein Kapitel zu ihrem Expertisengebiet aufgeteilt haben. Also ich kann euch jetzt mal sagen, wir haben zum Beispiel Zeitreise in die Multibürgergesellschaft, oder wir haben japanische Nachkriegszeit. Also wir haben zuerst einen Blick zurück, das mehr so auf der historischen Ebene ist. Und dann haben wir einen zweiten Teil mit Aushandlungen. Das beginnt zum Beispiel mit "Die Fassade bröckelt, Japans Weg zum Einwanderungsland". Also ein ganz anderes Thema, da sieht man eine andere Seite von Japan. Japan zwischen Tradition und Moderne, aufwachsen in Japan in Zeiten von Krisen und Gefährdungen. Oder dann eben auch über die Finanzwelt von Japan, Kapitalismus. Und dann dritter Teil ist Erneuerungen. Das beginnt mit das Ende der Harmonie, gesellschaftlicher Wandel und die Reform des Justizsystems. Sehr interessant. Oder Diversität und Politik, Gender, Sexualität und Ethnizität. Das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten interessiert. Jetzt von diesen Erneuerungen, aber natürlich auch Mediennutzung japanischer Frauen, klingt ebenfalls spannend. Also hier haben wir diese drei
Teile, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was es da in Japan gibt und halt eben nicht nur in Anführungszeichen Kultur oder Tempel, das was man so aus den Bildern oder aus Instagram schon kennt, sondern so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, den ich mir da erhoffe. Und das Cover ist sehr bunt, aber drin halt eben nicht. Aber ich glaube, dass sich da ein sehr vielfältiges Japan einem auftun wird und ich extrem viel lernen werde, mir auch viel anstreichen werde. Ich bin noch am Überlegen, also ob ich da nur mit Klebis arbeite oder ob ich da was reinschreibe. Ich handhabe das ja so, dass ich bei Sachbüchern da auch Sachen markiere und reinschreibe, vor allem Bücher, die ich selbst für meine Forschung benutze. Hier werde ich natürlich nicht alles für meine Forschung benutzen können, weil da auch andere Felder drin sind. Aber ich denke, es gibt viele Punkte, die mich interessieren und bei der Geschichte kann es natürlich sehr gut auch sein, dass da Punkte sind, auf die ich vielleicht später einmal zurückkommen werde. Sagt mir sehr gerne, wie ihr das macht. Schreibt ihr in Bücher oder in Sachbücher, wenn da Informationen sind, die ihr nicht verlieren möchtet? Oder macht ihr nur Klebis rein oder nicht einmal Klebis rein? Nimmt mich sehr wunder, weil ich eben noch nicht mit mir im Reinen bin, wie ich mit diesem Buch umgehen soll. Also das wird gelesen, aber das wandert halt eben auch auf meinen Sub und das wird ein bisschen länger dauern, bis ich es euch vorstellen kann. Aber ich möchte halt eben, dass ihr wisst, dass dieses Buch existiert und dass dieses Buch bei mir eingezogen ist und dass es dieses Jahr auf jeden Fall gelesen wird. Und dann noch 4 Rezensionsexemplare, die alle schon gelesen wurden. Deswegen werde ich jetzt hier nicht so viel dazu sagen. Wir machen gleich weiter mit dem Bebra Verlag. Und zwar habe ich vom Bebra Verlag ein weiteres Buch für meine 12 Books in 12 Months Liste bekommen. Und zwar Die Teufel des Tsurugi Berges. Das hat dieses wunderschöne Cover von Dazai Osamu. Und hier erzählt Dazai Osamu Märchen, traditionelle japanische Märchen neu. Er erzählt sie seiner Tochter und er erzählt sie mit einer guten Prise Ironie und es ist wirklich sehr, sehr amüsant gewesen. Mehr dazu dann im Lesemonat Februar, weil ich möchte euch dann sagen, wie man das Buch am besten liest, in welcher Reihenfolge und wie er das macht, denn die Art, wie er die Geschichten erzählt, ändert von Geschichte zu Geschichte. Und ich möchte euch auch eine Kostprobe dann geben von seinem Stil, damit ihr entscheiden könnt, ob das etwas für euch ist. Denn die Art, wie er Geschichten hier nacherzählt, ist sehr speziell. Also es ist nicht nur einfach eine Geschichte, die erzählt wird, sondern wir haben wirklich einen Ich-Erzähler, der sagt, ich erzähle jetzt eine Geschichte. Und das ist ja nicht für jedermann etwas. Wenn man das aber mag, dann ist es eine sehr, sehr spannende Lektüre. Und dann hatte ich noch bekommen von Yoshida Atsuhiro, Gute Nacht Tokio. Das ist ja beim Kass Verlag erschienen und das ist ja längere Zeit jetzt auch. Auf Instagram habe ich das mehrmals gesehen und da hat mich sehr gewundert gemacht zu sehen, wie verschiedene Leute in Tokio um 1 Uhr in der Nacht leben, was für Sorgen sie da haben, mit was sie da gerade kämpfen. Und wir lernen hier verschiedene Personen kennen und deren Schicksal und wir sehen, die sind alle miteinander verbunden. Auch komische Käuze sind da mit anderen Menschen verbunden, wie und auf welche Weise und wie mir das Buch gefallen hat, erfahrt ihr dann im Lesemonat. Dasselbe gilt natürlich auch für Henrik Siebold, Schattenkrieger. Henrik Siebold hat ja die Inspektor Takeda-Reihe geschrieben und ich liebe diese Reihe ja und da hat mir Bukarista letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, November oder Dezember, mir gesagt, dass ein neues Buch von ihm rauskommt und zwar ein Einzelband. Und diesmal ein Thriller, also kein Krimi, auch beim ATB Verlag, Schattenkrieger. Und da habe ich natürlich so gleich angefragt, ob ich dieses Buch denn bekommen könnte. Und ich habe es bekommen. Noch einmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe mich sehr gefreut. Hier geht es um einen Soldaten. Die Geschichte wird aus 2 Perspektiven erzählt. Wir sind zum einen in Afghanistan, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, und zum anderen in Deutschland.
Und wir begleiten diese Leute, die so quasi wirklich als Kampfmaschinen ausgerüstet werden und ein Schattendasein haben, weil sie offiziell nicht existieren. Wie das möglich ist, wird hier ganz, ganz toll erklärt. Und Henrik Siebold bleibt seinen Wurzeln, sage ich jetzt mal, treu. Also wir haben auch hier eine gute Prise Japan, die da im hinteren Teil reinfließt, und japanische Kriegskunst und was das mit den Leuten macht. Wir sind auch ein bisschen in Tokio unterwegs, also wir gehen dann noch weiter nach Osten. Und das, also wir haben verschiedene Schauplätze, und was mir halt einfach bei Henrik Siebolds Schreibstil gefällt, ist, dass Hintergründe sehr gut dargelegt werden. Soll heißen, weshalb eine Person gewisse Fähigkeiten oder wie eine Person gewisse Fähigkeiten erhält, das wird wirklich sehr plastisch geschildert. Auch kulturelle Hintergründe und politische Verflechtungen, darauf wird eingegangen. Also das muss man natürlich mögen, aber wenn man zum Beispiel Filme mag, so Politthriller-Filme, dann ist das auf jeden Fall etwas, also mit Verschwörungstheorien oder ja, so ein bisschen eher und Action dazu, aber es ist jetzt nicht ein Thriller, wo man Gänsehaut hat und Angst hat und nicht weiß, was kommt und oh, wird er jetzt umgebracht oder nicht. Das wäre auch nicht die Art von Thriller, die ich lesen kann, weil da kann ich nicht mehr schlafen, sondern es ist mehr halt eben, dass es auf der politischen Ebene, dass wir sehen, wie, was für Verstrickungen, Verschwörungen es gibt und wie schrecklich das Ganze ist und wie dann das Einzelschicksal darin rumhangelt. Und sowas lese ich sehr, sehr gerne. Also mehr dazu dann im Lesemonat. Und das letzte Buch als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist von Elisa Schuhr Dusapin, Die Pachinko-Kugel. Ja, genau. Das war ebenfalls eine Empfehlung von der lieben Bookarista. Ich verlinke euch natürlich ihren Account unten in der Infobox. Das ist ein sehr dünnes Büchlein und das hat ein sehr spezielles Setting. Wir haben hier eine Protagonistin, Gami, die zwischen den Welten steht. Also ihr Vater ist Schweizer und ihre Mutter ist Koreanerin. Sie ist in der Schweiz groß geworden, hat zuerst ein bisschen Koreanisch sprechen gelernt, das dann aber irgendwie verlernt. Und ihre Eltern kommen eigentlich aus Südkorea. Sie sind dann aber im Koreakrieg jetzt, haben sie Korea verlassen und sind nach Japan ausgewandert, weil sie ihrer damals noch kleinen Tochter ein Leben in Frieden bereiten wollten und bessere Zukunftschancen geben wollten. Und Gami fährt dann ihre Großeltern besuchen, aber sie fährt nicht nach Korea, sondern nach Japan. Und das heißt, da gibt es noch eine neue Sprache, die sie lernen muss. Sie lernt auch oder hat so ein bisschen Japanisch gelernt und kommt jetzt da in Japan an und lebt mit ihren Großeltern. Und wir gucken, wie sie sich versucht, ihn anzunähern und versucht, die Bande, die einmal sehr eng waren, als sie noch Koreanisch konnte und sich dann verloren hatten, als sie die Sprache nicht mehr konnte, wieder neu zu knüpfen. Und ob ihr das gelingt, das werden wir sehen. Welche Rolle das Japanische und Japan dabei spielt, werden wir ebenfalls sehen. Der Opa besitzt ein Pachinko, das ist so eine Spielhölle, wenn man möchte, mit so silbernen Kugeln. Und das war, als sie nach Japan gekommen waren, so quasi die einzige Möglichkeit für Koreaner in Japan, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, weil die Bestimmungen für Koreaner und Japaner da anders sind. Als Japaner wird hier angedeutet, müsste man viel mehr Steuern zahlen. Und wenn man aber die koreanische Staatsbürgerschaft hat, also jetzt Nord oder Süd, dann ist das anders. Aber mehr dazu dann im Lesemonat. Meine Lieben, ich muss mich noch einmal dazwischen schalten. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich euch nicht 12, sondern nur 11 Bücher vorgestellt habe. Ja, zählen müsste man können. Und ich möchte euch das letzte Buch natürlich nicht vorenthalten, vor allem, weil es sich um ein Rezensionsexemplar handelt. Und mein Rezensionsexemplar, das mir eine liebe Kollegin auf Instagram zur Verfügung gestellt hat, und zwar Nancy. Nancy macht ja Origami. Wir haben auch schon zusammen Origami gefaltet. Das ist mein Sohn, der da hinten spielt. Es ist nämlich jetzt Nachmittag. Und
Ja, das hat total viel Spaß gemacht. Sie hat eine enorme Geduld. Ihr findet auch die Videos von den Origami, die wir zusammengefaltet haben, in der Origami-Playlist. Falls euch das interessiert, seht das sehr, sehr gerne vorbei. Und sie hat jetzt ihr eigenes Buch rausgebracht, das Origami-Buch. Und das werde ich demnächst lesen und euch vorstellen. Das wird aber wahrscheinlich März werden. Ich weiß nicht, ob ich zum Falten kommen werde, weil es zeitlich ein bisschen begrenzt ist. Und wenn ihr die Videos ansieht, merkt ihr auch, dass meine Falttalente, wie meine Zeit, sehr begrenzt sind. Aber das Buch, ich kann es euch immer zeigen, ist wunderschön aufgemacht. Ganz, ganz viel Liebe gemacht und ich gucke dann mal, wie gut, also wie gut, wie klar die Faltanleitungen sind, ob da auch jemand wie ich, der kein Talent hat und praktisch sehr unbegabt ist, damit was anfangen kann oder ob das dann überfordert oder nicht. Und werde euch da natürlich updaten. Den Kanal von Nancy bei Instagram verlinke ich euch natürlich ebenfalls unten in der Infobox. Und dann möchte ich euch noch ein Buch zeigen, das im Päckchen von meiner Tante drin war für meinen kleinen Spatz. Ja. Für meinen kleinen Spatz. Und zwar habe ich euch ja gesagt in einem anderen Päckchen, dass ich ihm Fühlbücher gekauft habe und die mag er sehr. Aber Fühlbücher, damit kann er sich noch nicht alleine beschäftigen. Er ist jetzt ja 6 Monate alt, aber mit dem Buch von meiner Tante kann er das. Und das ist so ein Knisterbuch und das hat er total gerne. Die sind ganz weich. Und die beiden ersten Seiten, also der Deckel knistert. Wir haben auch ein Lesezeichen. Und das Praktische ist, das hat so ein Klebeband hier. Und dann kann man das natürlich auch irgendwo anmachen, wenn man fortgeht oder ihm um die Hand machen. Das mag er aber noch nicht ganz so gerne. Und ja, abends ist meist nicht mehr so gut Kirschen essen, dann ist er unruhig. Und ich muss ja dann trotzdem was zu Abend essen. Dann setze ich ihn in den Stuhl neben mich und lasse Musik für ihn laufen oder gebe ihm sein Büchlein. Und wenn wir Zeit haben, dann sehen wir uns das zusammen an. Und wir haben hier die verschiedenen Tiere, neben das knistert. Und das mag er gerne. Ein anderes Buch, das er bekommen hat, ist das von Toy Story. Das mag er auch sehr gerne mit dem Lesebändchen, das er hier hat. Und das guckt er auch sehr konzentriert an. Und das sind Geschenke, die wirklich, wirklich toll sind. Und mit denen kann er sich auch selbst beschäftigen. Für die Fühlbücher, also das geht noch nicht wirklich, um selbst umzublättern. Aber ja, wenn ihr nicht wisst, was diese Fühlbücher sind, dann verlinke ich euch noch einmal das Video, wo ich die vorstelle und euch zeige. Falls ihr in eurem Umfeld ebenfalls kleine Kinder habt, könnte das ein gutes Geschenk sein. Ich finde auf jeden Fall, diese Bücher sind ganz, ganz toll, sind super niedlich gemacht, farbenfroh und eben Kinder können sich so auch ein bisschen selbst damit beschäftigen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es war ein bisschen Inspiration in diesem Video für euch mit dabei. Wenn ja, lasst mich das sehr gerne wissen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, tschüss, matane, bye bye.